Hallo, herzlich willkommen. Es ist wieder soweit, dass ich dir Mehrwert bringen kann. Als Unternehmensberater und Experte für Unternehmenskommunikation in den sozialen Medien kann ich dich mit meinem Team aus IT-Spezialisten, Designern und App-Programmierern auf die Pole Position bringen. Dazu habe ich umfangreiche Arbeitsmaterialien, Analysen, Checklisten, Videos und Software-Tools in meinem Portfolio, welches ich in einer Online-Plattform ab 2016 zur Verfügung stellen werde. Heute lade ich dich dazu ein und stelle dir neu vor, wie du mit staatlichen Förderungen an deinem Unternehmen bauen kannst. Nimm dir bitte ein paar Minuten Zeit und ich zeige dir alles Wesentliche kurz und bündig präsentiert auf den folgenden Seiten. 5.000 Euro Förderung. Nicht zurückzahlbarer Zuschuss vom Staat für kreative Dienstleistungen für dein Unternehmen. Zuschuss für innovative Projekte, die in Kooperation zwischen KMUs, auch EPUs und Unternehmen der Kreativwirtschaft zustande kommen. Achtung, die Einreichfrist ist bis 30. Oktober 2015 um 12 Uhr streng limitiert. Es sind 1,5 Millionen Euro im Fördertopf und diese werden unter den einreichenden Unternehmen im Dezember oder spätestens Jänner 2016 notariell gezogen. Die Chancen, dass man da gezogen wird, sind relativ gut und stehen so ungefähr 1 zu 3. Wer kann die 5.000 Euro Zuschuss bekommen? Der AWS Kreativwirtschaftscheck ermöglicht die Förderung durch Zuschuss und gefördert wird die Inanspruchnahme von Kreativwirtschaftsleistungen im Rahmen eines Innovationsprojekts. Dieses Förderangebot richtet sich an bestehende Klein- und Mittelbetriebe aller Branchen mit Sitz oder Projektstandort in Österreich, welche vor dem 1. Juli 2015 gegründet wurden. Für die Antragstellerinnen, den Antragsteller, fällt bei der Antragstellung kein Bearbeitungsentgelt an. Es ist auch kein Risiko dabei, die 5.000 Euro sind vom Staat geschenkt. Das kann man nachlesen auf der Seite des Bundesministeriums für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft. Abgewickelt wird der Kreativwirtschaftscheck von der Austria Wirtschaft Service GmbH und in den kommenden Minuten zeige ich dir, welches Produkt du von mir dafür bekommen kannst und wie du einreichen kannst. Förderbare Projekte, Kosten für Leistungserbringerinnen und Leistungserbringer aus der Kreativwirtschaft und kreativwirtschaftliche Leistungen, die den Kernbereich Design, Architektur, Multimedia, Mode, Musikwirtschaft, Audio und Film, Medien- und Verlagswesen, Grafik, Werbewirtschaft oder dem Kunstmarkt zuzuordnen sind. Okay, 5.000 Euro, super, gut und nett. Aber vielleicht fragst du dich, wo soll ich jetzt so schnell ein Projekt herzaubern? Wie wäre es damit? Du lernst dich als Unternehmerin, dein Angebot in den Suchmaschinen auf die Top-Positionen zu bringen. Text, Grafik, Design, Web- und Videoexperten helfen aktiv bei der Umsetzung, welches durch den staatlichen Zuschuss bis zu 100% finanziert wird. Willkommen zur Chefsache. Das Projekt, das ich dir jetzt vorstelle, das du einreichen kannst, wäre ein eigenes App erstellen zu lassen und deine eigene Social Media Kampagne auszubauen bzw. aufzubauen. Warum eine Social Media Kampagne? Laut Analysen und Statistiken suchen 9 von 10 Konsumenten die Internet-Suchmaschinen, um sich vor einem Kauf näher zu informieren bezüglich deiner Dienstleistungen, deines Unternehmens und so weiter. 91% von diesen Konsumenten suchen bereits auf einem Smartphone, auf einem Computer oder Tablet, sogar 96%. Im Dezember erfolgt die notarielle Ziehung. Unter allen eingereichten Unternehmen werden meistens 300 Firmen gezogen, die dann diesen nicht zurückzahlbaren Zuschuss in Höhe von 5.000 Euro bekommen und die damit eingereichten Dienstleistungen beauftragen können. Wer nicht gezogen wird, gewinnt ebenfalls garantiert. Denn mein Bestreben ist es, jeder und jeden, der hier teilnimmt und meine Dienstleistung, die App und Social Media Kampagne einreicht,
in jedem Falle auch dann teilnehmen zu lassen, auch wenn du nicht gezogen wirst. Außerdem gibt es noch genug andere Förderungen, die ich dir gerne einmal bekannt gebe. Und ja, da kann man wirklich einiges damit machen. Wenn du nicht gezogen wirst, dann gewinnst du garantiert. Jeder, der teilnimmt und mit mir meine Dienstleistung einreicht, wird ab nächsten Jahr gratis teilnehmen können in der Infopreneur-Strategie. Das ist eine Online-Plattform, wo wir uns dann mit den wichtigsten Themen beschäftigen werden, wie man sein Unternehmen, seine Leistung im Internet auf die Top-Positionen bei Google bringen kann. Ebenso bekommst du von mir, auch wenn du nicht gezogen wirst, Software im Wert von bis zu 1620 Euro. Da sind sehr nützliche Tools dabei, die wir dann in dieser Online-Akademie auch vorstellen werden. Und so sollst du in die Lage versetzt werden, wirklich an deinem Unternehmen, an deinem Internetauftritt, an deinem Social-Media-Auftritt selbst aktiv arbeiten zu können. Es ist jetzt keine kurzfristige Strategie, wie werde ich reich, sondern es handelt sich dabei wirklich um fundiertes Know-how, wo du in den nächsten Jahren einen echt wertvollen Online-Auftritt für dich realisieren kannst. Ebenso wirst du Zugang bekommen zu neuesten Erkenntnissen aus der Gehirnforschung bezüglich Marketing und anderen wichtigen und interessanten Themen. Ja, da sind mehr wie 100 Stunden Videomaterial dann zur Verfügung. Also garantiert für dich etwas dabei. So, wie reiche ich ein? Das Ausfüllen des Förderantrages übernehme ich natürlich auch gerne für dich. Dazu brauche ich ein paar Daten und dazu werde ich mich telefonisch mit dir in Verbindung setzen. Du kannst mir aber auch eine E-Mail an office@thomaslackner.at senden und ich melde mich dann oder du folgst den Anleitungen auf den kommenden Seiten, um den Fördermanager selbst einzurichten. Dazu gehst du am besten auf www.awsg.at. Dort erscheint dann dieser Startbildschirm. Links oben siehst du da, wo der rote Pfeil hinzeigt, diesen kleinen Link auf Weiter. Da klicke bitte drauf. So, dann gelangst du in die nächste Maske, wo du rechts im Menü den Menüpunkt Förderantrag stellen vorfindest. Hier hast du auch die Möglichkeit, dir das genau durchzulesen. Das Auswahlverfahren 2015 mittels Ausschreibungsverfahren und worum und was sich genau diese Ausschreibung handelt und dreht, welche Bedingungen dabei zu beachten sind und alles, was halt so an Informationen wichtig ist. Klicke bitte auf diesen Menüpunkt Förderantrag stellen. Du kommst dann in die nächste Maske, wo du auf diesen Punkt Jetzt registrieren klickst. Danach öffnet sich dieses Eingabefenster, Vorname eingeben, Nachname, deine E-Mail-Adresse und ein Passwort. Wenn du möchtest, dass ich dann später dir bei der Bearbeitung des Antrags behilflich sein soll, kannst du gleich das Passwort 10 hoch 1 verwenden. Z, den Anfangsbuchstaben bitte groß schreiben. Es braucht einen Großbuchstaben und eine Ziffer im Passwort. Dann bestätigst du die Nutzungsbedingungen des Fördermanagers und klickst auf Jetzt registrieren. Im nächsten Schritt bekommst du ein E-Mail, in dem du aufgefordert wirst, deine Registrierung zu bestätigen. Klicke bitte einfach dann im Mail auf Registrierung für AWS Fördermanager bestätigen. So, dann hast du die Möglichkeit, über das Login in deinen Fördermanager einzusteigen. Einfach auf Login klicken, E-Mail-Adresse und das Passwort angeben, auf Jetzt anmelden klicken und du kommst in deinen Fördermanager. Hier geht es jetzt folgendermaßen weiter. Die Eingabemaske ist am Anfang etwas unübersichtlich. Es gibt ja eine Menge von Förderungsmöglichkeiten, aber du musst als allererstes einen neuen Antrag anlegen. Klicke dazu rechts auf diesen Button Neuen Antrag anlegen. Danach kommst du in eine Übersicht der verschiedensten Förderungsmaßnahmen, wobei du hier unter Kreativwirtschaft auswählst.
nämlich den Kreativwirtschaftscheck. Einfach dieses Kästchen anklicken, dann erscheint ein Häkchen, oben rechts auf Speichern und weiterklicken und du kommst in die Eingabemaske. Wenn du mir jetzt eine Berechtigung erteilen möchtest, dass ich auch in deinen Fördermanager einsteigen kann, dann klicke bitte auf Berechtigung erteilen und trage meinen Vornamen, Nachnamen und meine E-Mail-Adresse ein. Unter Vorname Thomas, Nachname Lackner und die E-Mail-Adresse, die ich hierzu verwende, lackner66@gmail.com. Danach auf Übernehmen klicken. Ich werde dann per Mail benachrichtigt, dass ich eine Berechtigung, eine Zugriffsberechtigung habe und kann dir dann beim Ausfüllen der Förderungsformulare auch aktiv behilflich zur Hand gehen. Wenn, und das ist meistens der Fall, es zu kompliziert wird, ich fülle das gerne komplett für dich aus. Ich bin da mittlerweile ein Ausfüllprofi. Dazu benötige ich folgende Angaben von dir: deinen Firmennamen, falls du eine GmbH hast, dann bitte auch die Geschäftsführung, die Ansprechperson, dein Geburtsdatum, das Datum der Unternehmensgründung und welche Gewerbeberechtigung oder Berechtigungen du auch bei der Wirtschaftskammer hast. Ja, in diesem Sinne, das wäre es in aller Kürze. Wenn du mich anrufen möchtest, gerne unter 0699 121 69 080 bin ich am Handy zu erreichen. Schreib mir ein E-Mail an office@thomaslackner.at und ich melde mich dann umgehend bei dir, um das alles fristgerecht ausfüllen zu können. Vielen Dank und ich würde mich freuen, wenn ich dir mit dieser Information einen echten Mehrwert bringen kann.